Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute habe ich mal wieder eine kleine Pin-Kollektion. Diesmal von Morpeko. Und die werde ich heute mit euch öffnen. Ja, was steht drauf? Also, das ist die komplette Rückseite einmal für euch. Wer will, kann ja hier auch Pause machen und sich das alles alleine durchlesen. Ansonsten lese ich das auch gerne wieder vor. Super hungrig und extrem sauer. Los, Morpeko. Morpeko ist nicht ohne Grund als das Alter Ego-Pokémon bekannt. Im Kohldampfmuster wird es äußerst aggressiv und zeigt seine dunkle Seite. Dieses gefräßige Pokémon ist ein ausgezeichneter Kämpfer, wenn es mit einem cleveren Trainer vereint ist. In dieser Kollektion findest du das süße und launische Morpeko als holographische Promokarte zusammen mit einem umwerfenden Morpeko-Pin und weiteren versteckten Schätzen in einer Handvoll Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels. Ja, Inhalt ist einmal, wie schon gesagt, die holographische Promokarte von Morpeko, dann die Morpeko-Pin, drei Booster-Packs und halt eine Codekarte für das Sammelkartenspiel online. Ja, und ich würde sagen, wir öffnen auch die Packung gleich mal. Oh, die ging wirklich leicht auf. Dann haben wir hier einmal die Morpeko-Karte in Holo. Jetzt kriege ich den nicht raus. Dann den Morpeko-Pin. Der sieht auch echt schön aus. Ja, die Rückseite wieder mit dem Pokémon-Logo. Und wir haben drei Booster-Packs. Codekarte ist natürlich auch dabei. Wir haben Schwert und Schild, Clash der Rebellen zweimal. Und wieder einmal Sonne und Mond. Und den mache ich wieder zum Schluss auf. So. Ich mal gucken, ich habe in einem Video gesehen, dass man die. Also ich. Ja, doch, es geht. Aber das finde ich bald noch schwieriger als meine Art, die Dinger zu öffnen. So. 1, 2, 3, 4. Wir haben Wasserenergie, Phandra, Bronzong, Yarrow, Medity, Skunkapu. Also, wer so aussieht, ja, der hat, glaube ich, allen Grund, sauer zu sein. Mabula, Wingull, Natu, oh, ein Lombrero in Reverse, sehr schön. Und Galas Mogmog in Holo. Nicht schlecht. Machen wir das mal so.
Energie. Pelzebub. Mebrana. Anziehungsnetz. Schmerbe. Kikuda. Velursi. Lotozel. Fukano. Dann ein Gala Pantifrost in Reverse. Und ein Branawarz. So. Tja, wird der Booster wieder Glück bringen? Auf jeden Fall geht er verdammt schwer auf. So, die Codekarte wollte ich gerade sagen, die war nämlich beim letzten Mal auch verkehrt rum drin. So. 4. Dann haben wir Energie. Tali. Arboretus. Pokéball. Lampi. Bungus, Panzereron, Raupi, Sankabu, ein Bautz in Reverse und unsere letzte Karte, ein Parasect. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wenn ihr mehr über Karten sehen wollt auf meinem Kanal, durchstöbert doch einfach mal meine Playlists oder abonniert meinen Kanal. Das zeigt mir euer Interesse an meinen Videos und das motiviert mich dann auch weiterzumachen. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Ciao.